Hallo liebe Leute, willkommen zurück. Ich bin Larion, ich habe Feierabend und ich spiele mit euch Minecraft. Ja, also, die Viertelstunde vom letzten Mal, die lief ja nicht so gut. Ich habe das jetzt neu gerendert und alles nochmal gemacht und den Rechner runtergefahren und wenig später wieder hochgefahren. Ja, ich hoffe, dass es diesmal geht. Es nervt und ich habe leider keine Ahnung, wo das herkommt. Tut mir leid, aber es nervt mich selbst. Naja, also was wollte ich machen? Ich wollte eine Schaufel bauen, oder? Nee, habe ich doch noch. Warum geht jetzt... Ach so, hier. Dann kann ich hier nochmal ein bisschen was wegräumen. Da, Glas. Oh, den Eimer kann ich auch hier lassen, das war doch hier. Kohle kann auch mal da rein. Okay, die Stöckchen ebenso. Kies so nach oben. Das Eisen kann auch da rein. Moment, hier, da ist nichts mehr. Okay. Haben wir Erde? Ja, die verbaue ich aber gleich wieder. Holzpflanzen, da. Eichensetzling. Ist das auch einer? Ja. Mohn. Kann man da irgendwas draus machen? Ich glaube schon. Das Holz. Ja, da wollte ich Stöckchen machen. Okay, aber das Weizenkörner lasse ich jetzt mal hier. So, auf einem Haufen. Dann Kies. Kies. Hm, doch unten? Oder habe ich da gar keine Kies? Doch, habe ich. Da kann der Kies hin. Und das Holz schmeiße ich jetzt hier mal zu, Material dazu. So, was ist das? Sand. Egal, ist mir jetzt... ja, ist mir jetzt egal. Also wieder runter. Ich will ein bisschen Erde schaufeln. Ach ja, und jetzt... ach, Moment, ja, Moment. Also, fällt mir jetzt gerade ein. Bevor ich es vergesse. Also, ich habe ja hier am Anfang der letzten Folge angefangen darüber zu sprechen, was ich bei dem Haus da hinten noch machen wollte. Und irgendwie kam ich da nicht mehr dazu. Und zwar seht ihr ja diese Säule hier, wo das Haus draufsteht. Und diese Säule kann man innen vom im Boden von der Hütte noch sehen. Und da will ich einfach diese vier Blöcke, die man da, wo man die Schnittfläche sieht, will ich einfach wegmachen und praktisch hinlegen. Also einfach drehen. So, das war das. Okay. Ja, und dann noch was. Dann kann ich jetzt aber wieder gehen. Dadurch, dass dieser Bildschirm da sich gewechselt hat und klein geworden ist, hat sich auch irgendwie... Ah ja, da wollte ich die Brücke noch bauen. Ja, ups. Ja, nein, nicht so... Oh, puh. Ging ja noch ganz gut. Oh, Mann. Wo muss ich jetzt hin? Dadurch hat sich die Sprachaufnahme irgendwie ein bisschen versetzt. Obwohl beide, also die Tonaufnahme von Audacity und die und Schaufeln, ja. Und die Videoaufnahme, obwohl die alle gleich lang sind. Ja, also ich weiß auch nicht, wie das kommt. Es ist schon irgendwie ganz schön komisch da. Nee, da. So, jetzt mal festhalten hier. Und neue Erde da reinpacken. Nee, dahin. So. Das war zu hoch. Ja, das auch wieder. Mensch. Ach, dann kann ich hier weitermachen. Da, da. Und da unten. Na, siehst du, geht doch. Also, das hier wieder weg. Soll ja alles weg hier. Ah, das hätte ich da lassen können. Okay, neuer Stapel Erde dahin. So, dann mache ich hier auch noch mal ein bisschen zu. Nicht, dass ich dann im Eifer des Gefechtes da dran vorbeilaufe und dann, also ja, eben wirklich dann dran vorbeilaufe. So, da unten. Na, dahin. Dazu machen.
Und da nochmal. Dann kann der weg. Ja, da kann ich mal offen lassen. Okay, das sollte jetzt genügen hier. Ja, mach da nochmal einen hin. Die Schaufel war schon richtig. Ach. Jetzt ist schon wieder dunkel. Sieht ja beinahe so aus. Also ich will mich da jetzt an der nicht nur nach vorne hier dahin zu diesen wo diese Birken stehen ausbreiten, sondern auch hier zur Seite hin. Ich will einfach hier mehr Platz und mehr freie Fläche haben. So schön es hier auch ist und so gut es mir hier gefällt, aber das ist mir ein bisschen einfach zu beengt. Ja, auf die Erde verzichte ich jetzt mal. So, zumachen. Okay. Ja, es wird in der Tat schon wieder dunkel. Okay, dann klatsche ich noch ein bisschen Erde. Also, nein, ich klatsche sie nicht hin, ich mache sie weg. Oh, eine Fledermaus. Ja, in der Dämmerungszeit, ich gehe jetzt ins Bett. In der Dämmerungszeit fliegen die auch ganz gerne, vor allem abends. Ich kriege das manchmal mit, jetzt mittlerweile nicht mehr so häufig, wenn ich abends mit dem Kajak unterwegs bin. Da fahre ich irgendwie so nachmittags oder am frühen Abend los, fahre eben ein Stück und komme dann irgendwann wieder zurück und es ist oft auch so, dass es dort schon Nacht ist. Oder eben ich fahre in der Dämmerung wieder zurück und dann sieht man immer die Fledermäuse auf dem Fluss. Oder über dem Fluss, am Ufer und so, und man hört sie ja nicht. Das ist immer so faszinierend. Einen Vogel, den hört man ja immer noch flattern, Tauben und kleinere Vögel ja auch. So, aber Fledermäuse eben nicht, genauso wie Eulen. Ja, das ist immer schön. Finde ich faszinierend, also ja, so lautlos zu fliegen. So, wie geht's hier weiter jetzt? Da kann ich mal wieder die Schaufel rausnehmen. Ja, und da wollte ich auch weitermachen. Oh ja, Bambus ist gewachsen. Gut. Ja, jeder Meter, der da weniger ist, ist angenehm, weil es mehr Platz ist. Da fliegt die Fledermaus ja wieder. Na, guten Morgen. Wo hast du denn die Nacht verbracht? Ja, du warst da draußen. Du willst lieber in die Höhle. Wo ist die Dame? Ja, dann flieg schnell in die Höhle. So. Wir wollen ja, dass es dir gut geht. Fledermäuse sind ja lieber. Irgendwie scheint mir die Musik doch wieder ein bisschen zu laut. Aber ich habe sie ja leiser gestellt und so, wie ich das mal gedacht habe. Aber vielleicht höre ich sie auch nur auf den Kopfhörern so laut. Oder das ist einfach nur so ein lautes Stück. Ah, jetzt wird der Hügel aber schon höher. Macht nichts, ich will hier ein bisschen Platz haben. So, die Spitzhacke gibt auch gleich den Geist auf. Aber ich habe mir ja eine neue gebaut, sogar zwei. Ah, jetzt ist sie kaputt. So, da, neue Spitzhacke. Ja, also noch ist es stabil. Ach, da ist ja wieder dieses Loch dann. So, okay, jetzt haben wir hier... Da kann ich ja noch mal etliches an Weizen anpflanzen. Ja, okay. Ja, das ist doch gut, wenn da so Platz ist. So, jetzt will ich... Na, da hat auch ein Creeper ein Loch gerissen. Jetzt, wenn ich schon hier bin, ernte ich gleich hier noch mal. Um hier wieder neu anzupflanzen, aber... Ernte gleich alles weg. Okay, ja, da noch. Also mir ist da noch was aufgefallen, als ich die Aufnahme von gerade eben mal so ein bisschen Probe geguckt habe. Also das kommt teilweise durch diese Versetzung, die wo auch immer herkommt. Aber zum Teil habe ich auch das Gefühl, dass ich mit meiner Handlung, in dem, was ich hier mache, teilweise so eine Sekunde oder noch länger
voraus bin, dem, was ich danach dann kommentiere. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn es euch auffällt, dass das so ist. Wenn ihr der Meinung seid, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Das würde mir nützen. Und ja, ich muss auch wirklich langsamer sprechen. Ich gebe mir ja schon Mühe. Ich weiß auch nicht, wieso ich so schnell rede. Irgendwie komisch. Mache ich das sonst auch? Also die Eiche muss jetzt mal weg hier. So, dann kann da noch da was hin. Okay, und der Rest soll einfach mal wachsen. Jetzt bringe ich mal das hier weg. Und dann mache ich hier gleich links weiter. Oh ja, da ist auch schon wieder viel Weizen. Aber ich habe ja noch genug Brot, also das ist alles kein Problem. So, das da. Oh ja, und ich kann ja wieder Erde. Die kommen jetzt auch weg. Ja, weil ich jetzt erstmal keine weiteren Felder anlegen will. Die können auch weg. Da ist jetzt voll das Chaos da drin. Na, das macht mir nichts. Ist die Tür zu jetzt? Ja. Ich will ja sowieso noch mal also ein ganz großes Lagerhaus bauen. Moment, ich wollte jetzt ein bisschen Erde klatschen. Den Setzling nehme ich natürlich mit. So, da soll ja noch alles zugemacht werden. Und da, da, und da, und da, und da, und da. Was wollte ich gerade sagen? Nein. Das war noch lecker. Ja, was wollte ich gerade sagen? Weiß ich nicht mehr. Ja, wieder mal komisch. Naja, also hier ist ein Hühner. Oh, ein Ei. Ja, da werde ich, wenn ich hier mal ein bisschen Platz... Nee, ach, weil da was steht. So, deswegen. Beim Gras geht das einfach so. Dann kann ich ja gar nichts dafür. Ha, siehst du. So, das hier wieder weg. Ja gut, ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich sagen wollte. Dann mache ich mal die Eiche weg. Also das mit der Mine da unten unter dem Kapo-Büro, das kommt natürlich noch, ja. Aber jetzt klatsche ich erst ein bisschen Erde, das war ein Schaf, ja. Das muss noch ein bisschen warten. Okay, ja, das ist doch schön hier. Dann kommt wieder neue Erde dazu. Setzling mitnehmen. Nein, das war zu viel. Nee. Da noch einer hin. So. Das war's an Erde. Dann das hier. Und ich kann mal ein Brot essen. So. Also wie oft passiert mir das denn noch? Weiß ich nicht, ich bin irgendwie eingesperrt. Ja. Weil da der Baum steht. Ja, dann musst du leider weg. Erst du, aber die sind eigentlich gar nicht so hoch. Da kann ich... Ja. Ich höre doch einen Zombie. Ah, da hinten ist er wohl. Nee, das ist das Schaf. Na gut, dann mache ich ihn weiter. Wenn der was von mir will, dann wird er schon auftauchen. Und dann kriegt er was auf die Mütze. So, du musst leider auch weg hier. Nein, du auch wieder. Nee, so. Muss ich mal hier wieder zumachen. Ach, da war ich ja so eingesperrt hier. Ja, ich höre den Zombie. Ist der vielleicht unter mir irgendwie? Nee, der ist bestimmt da hinten irgendwo, da in dem, hinter den Bäumen. So, da, da, dazu, so. Na. Das da, oh, neue Erde. Ich höre den immer noch.